Ja, ich meine, wir haben die Mehrzahl an den wirklich hochkarätigen Chancen gehabt, ne? Und deswegen geht auch der Sieg wirklich hochverdient an uns. Wir sind ein bisschen spät aufgewacht, hätten den Druck vorher oder früher schon entwickeln müssen. Und verlieren macht nie Spaß. Also das ist zwei Niederlage und die drei Punkte, die hätten wir ganz gern geholt. Ja. Erstmal haben wir ja heute kurzfristig zwei, drei Stammspiele ersetzen müssen. Und das war die letzten 4 bis 5 Wochen jedes Spiel. Und das zeigt die Moral der Mannschaft. Die wollte, die will Ausrufezeichen in dieser Liga setzen. Und das egal, ob zwei verletzt sind von der Stammformation, drei verletzt sind, das hast du im Gefühl. Es ist eine Aura, die in der Kabine herrscht. Das ist der Welle, wenn man in die Augen guckt, dass die einen Willen haben. Und vor allem haben wir auch klar von den Personen, die wir haben, eine große individuelle Stärke. Und die bringen wir jedes Spiel, irgendein anderes Spiel, voll im Sinne der Mannschaft und des Teams. Und deswegen geht der Sieg auch so verdient. Gute verschossene Elfmeter, klar, das passt zur Situation jetzt von Hanau 93. Nur Strudel will ich jetzt nicht sagen, weil es ist mein erstes Spiel, da kann man nicht von einem Negativstrudel sprechen. Was mir gefehlt hat, ist, dass man so der letzte Siegeswille, so dass man sagt, okay, jetzt will ich das Ding, also von allen 18, die im Kader waren, zu sagen, jetzt biegen wir das Ding noch um oder wir wollen das Ding gewinnen. Da, also so der letzte Biss hat mir gefehlt. Es geht darum, dass wir bis jetzt nicht ein Spiel in das übernächste Spiel gedacht haben, ne? Und das wird auch ab heute nicht so sein. Also wir haben heute das Spiel gewonnen und da haben wir jetzt und die Freude, die wir jetzt auch miterleben, das sehen Sie auch selber, ne? Das ist sehr viel Euphorie herrscht im Verein, ne? Das sind tagtäglich ein Stück weit neue Geschichte, was geschrieben wird. Das ist auch die Arbeit, die Anerkennung an die Vorstände, die hier wirklich grandios arbeiten und deswegen denke ich, es muss so weitergehen. Wir dürfen nicht zwei Schritte vorausdenken, ohne den ersten gemacht zu haben und das machen wir auch nicht. Das Spiel heute gewinnen, ich habe es aber eben in der Kabine gesagt, wir haben den zweiten Platz nicht aufgegeben. Also klar sind die Jungs jetzt da drin niedergeschlagen, weil es auch ein Derby war. Aber ich hoffe, dass wir am Mittwoch im Pokalspiel so mal das erste positive Erlebnis haben und dass es dann vorwärts geht.